Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr auch nochmal dabei seid heute. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr anrufen 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Annelie. Annelie ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Annelie, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Um was geht's denn? Ich habe eigentlich zwei Themen für dich, wegen mir. Ich bin gespannt. Ich habe mich verliebt. Und das Ding ist, ich habe mich in eine Frau verliebt. Mhm. Und zum ersten Mal? Ja, also ich denke schon. Ich habe zwar schon immer mal Schwärmer reingehabt, aber ja. Bei mir ist es das erste Mal so, dass ich halt eigentlich an nichts anderes mehr denken kann. Und als an diese Frau. Ja, genau. Und das Problem ist, ich kenne sie halt nicht so richtig. Sie ist halt eine Kellnerin. Ach, sie ist Kellnerin? Ja, genau. Und sie weiß noch nichts von ihrem Glück? Nee, nicht so wirklich, nein. Das ist das größte Problem eigentlich in der ganzen Sache. Ich bin halt sehr schüchtern. Also eigentlich bin ich recht selbstbewusster Mensch, wenn ich so ganz normal durch die Gegend gehe. Aber alles, was letztendlich mich dann noch betrifft, da bin ich doch sehr, sehr schüchtern. Nur damit ich so einen Überblick habe. Du hast gesagt, das sind zwei Themen. Das eine Thema ist, ich bin in eine Frau verliebt. Und das zweite Thema ist? Meine Eltern. Also ich bin halt seit einem Jahr so, dass ich halt in meinem Freundeskreis schon berichte, dass sie wissen, dass ich halt auf Frauen stehe, dass ich halt lesbisch bin. Und meine Eltern sind halt die einzigen aus meiner Familie, die halt noch nichts wissen. Ach so. Meine Schwester habe ich es halt letzte Woche erzählt. Und, wie hat die reagiert? Sehr, sehr gut. Also ich war ein bisschen erleichtert letztendlich, dass sie halt so gut reagiert hat. Sie war gleich so, das wusste ich ja schon immer. Und war eigentlich eher ganz lustig drauf und meinte, wer ist sie denn? Hast du ein Foto und zeig mal? War eigentlich ganz witzig, aber. Du bist für dich ganz sicher, dass die Orientierung klar ist, ich bin lesbisch, nicht bisexuell. Ja, auf jeden Fall. Lesbisch, das ist ein klares Ding. Obwohl du noch keine Erfahrung mit Frauen, oder hast du sexuelle Erfahrungen schon mal gehabt? Nein, gar nichts. Noch nicht. Also weder verliebt noch sexuell. Ja, also letztendlich nur Schwärmereien. Also verliebt sein letztendlich, das gehört ja noch eine Menge hinzu. Und ja, natürlich, ja. Diese Frau, die du da beobachtest, die Kellnerin, kennt ihr euch denn so ein bisschen, wie man... Ja doch, also wir waren jetzt schon 2-3 Mal weg gewesen, aber es war halt jetzt nicht, dass wir verabredet waren, sondern es hat sich so ergeben. Ach, das ist ja schon mal praktisch. Also ja genau, wir waren dann schon mal irgendwie in einer Diskothek gewesen, also es war immer in der Disco gewesen und bis spät in die Nacht, also meistens so bis 7 Uhr morgens und saßen auch schon mal so in einem Café drinne abends. Und ach so, das heißt, du hast auch ihre Telefonnummer? Ja, genau, ich habe ihre Handynummer, ja. Ich habe verschiedenste, also ganz normalen Sachen, die Studenten halt zum Beispiel auch haben, das irgendwie StudiVZ, Facebook. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, genau. Das heißt, da muss man keine große Recherche oder irgendwelche Tricks sich ausdenken, um an sie ranzukommen. Du kannst ganz einfach eine SMS schreiben oder mailen oder irgendwie, das ist ganz unverfänglich zunächst. Theoretisch schon, genau. Also das ist kein Problem. Also ich habe auch schon, wir haben auch manchmal einen SMS-Kontakt, aber nichts Großes halt. Also man ist so bekannt miteinander. Ja, genau. Wir kennen uns, wenn wir uns sehen, dann sagen wir uns auch Hallo, Küsschen links, Küsschen rechts. So ja. Ich vermute mal, dass du deine ganzen Antennen schon ausgerichtet hast. Was ist deine Vermutung? Könnte es sein, dass sie auch lesbisch oder bisexuell ist oder gar nicht? Also durch einen Bekannten von mir, der halt auch da arbeitet, ich habe ihm das halt erzählt und dann meinte er so, ja, ist doch super und deine Chancen werden wohl nicht so schlecht. Und ich so gleich natürlich hellhörig geworden. Warum würden die nicht schlecht hier? Ja, hätte der ja auch was gehört. Und ich so, interessant. Und das fand ich natürlich in dem Moment, was natürlich dann auch gleich so, wow, oh. Das ist auch gut. So ein Gerücht hat ja vielleicht irgendwie so einen kleinen Wahrheitsgehalt. Genau, das habe ich auch gedacht. Anneli, das klingt doch schon mal alles sehr wunderbar. Das Ding ist, ich war halt mit ihr, also das geht jetzt schon ungefähr bei mir seit 3 Monaten. Also ich bin jetzt, also im März fing es an, ganz schlimm, da war ich halt mit ihr weg gewesen. Ja. Und
dann, da waren noch so, sind noch so, was ist Sachen gelaufen. Sie war halt mit einem Typen zusammen, hat halt mit ihm getanzt, aber letztendlich, natürlich, man bildet sich vielleicht auch ein paar Sachen ein, aber dann guckt sie halt, hat halt auch einen angeguckt und meinte, ey, du tanzt, das wusste ich ja gar nicht. Und ich so, ja doch, ich tanze doch manchmal. Du musst jetzt einen Gang zulegen. Ja, ich glaube auch. Finde ich. Ich bin sehr nervös, weil ich sehe sie halt so häufig. Ja, du musst einen Gang zulegen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, natürlich, aber wie sollte man das so machen? Ich meine, ich sehe sie ja häufig, aber... Ja, ich meine, du kannst doch nur wunderbar anknüpfen an eure kleine Bekanntschaft, die ihr jetzt schon habt, indem du einfach was vorschlägst, dass man zusammen etwas unternimmt. Denkt ihr irgendwas was Gutes aus, Kino oder was, irgendwas, guck, was bei euch in der Gegend los ist, in deiner Stadt, und ruf sie an oder schreib ihr, ob sie Bock hat mitzukommen. Na, ich habe schon eine kleine Sache letztendlich gemacht. Sie hat halt vor kurzem Geburtstag gehabt. Ja. Und das habe ich halt natürlich auch gewusst, ist ja klar. Und ich dachte mir, man könnte ja ein Geschenk machen. Und dann habe ich überlegt und gerätselt und ein bisschen überlegt. Und habe ich letztendlich ein Buch geschenkt, weil sie halt sehr gerne liest und auch sehr gerne reist. Das war so letztendlich so ein, dieses 1000 Orte, die man sehen muss, bevor man tot sein. Ja. Und das fand sie auch ganz toll und hat sich auch sehr darüber gefreut. Hat mir auch nochmal geschrieben und oh, wie süß und hm. Aber seitdem habe ich halt letztendlich nie wieder so mit ihr wieder vernünftig gesprochen. Okay, also jetzt musst du, denke dir, einen guten Anlass oder eine gute Möglichkeit aus, wo man zusammen hingehen könnte oder was man zusammen unternehmen könnte. Das heißt, letztendlich muss die Strategie von deiner Seite aus jetzt sein, so viel wie möglich mit der zu unternehmen, dich mit der zu treffen. Absolut. Das kann man ja einfädeln. Aber natürlich. So, das kannst du einfädeln. Und dann, je nachdem, wenn das ein paar Mal gelaufen ist, dann kannst du ja vielleicht schon eher einschätzen, wie es drauf ist, wie sie drauf ist. Und dann musst du den nächsten mutigen Schritt unternehmen. Wenn du meinst, dass die Chancen vielleicht gar nicht so ganz schlecht stehen, dann musst du halt einen Schritt näher an sie rangehen. Nur so geht es. Natürlich, es ist letztendlich ja überall gleich. Es ist überall gleich. Es ist das alte, uralte Spiel. Nur so geht es. Oh Mann. Du kannst ja mit ihr ein bisschen flirten, dann kapiert die schon, ohne dass du irgendwas konkret gesagt hast, vielleicht auch, wo der Hase lang läuft. Und die Geschichte mit den Eltern. Ja, das ist so. Ja, gut. Also, weißt du, ich würde an deiner Stelle vielleicht dann noch ein bisschen abwarten, bis da auch Butter bei die Fische kommt zu der ganzen Sache. Und wenn du eine Freundin hast, dann präsentierst du die Angelegenheit und die Tatsache deinen Eltern. Meinst du nicht, das könnte ein bisschen zu schockierend sein? Also meine Eltern sind zwar sehr locker, so schon. Ich denke auch, wenn sie nicht allzu blind durch meine Gegend laufen. Ich meine, wenn du sagst, dass die relativ locker drauf sind, dann kannst du es auch vorher, kannst du es jetzt auch schon sagen. Du hast es ja deiner Schwester auch gesagt. Ja, dann ist es vielleicht für dich noch einfacher und es ist alles befreiender für dich. Da hast du dich wirklich geoutet rundherum und dann kannst du dein Leben leben und es genießen. Ja, das ist ja auch immer das Problem bisher gewesen, dass man letztendlich auch nichts berichten konnte. Meine Eltern haben immer Veränderungen letztendlich festgestellt, sei es jetzt mal launisch oder total hyper gut drauf. Ja. Aber letztendlich wussten sie ja nicht warum. Verstehe. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja. Ich lebe noch zu Hause. Und die Eltern sind eher tolerante, offene Leute? Absolut. Also das ist ja das witzig, aber trotzdem habe ich halt sehr viel Bammel vor meinen Eltern, sondern eigentlich die ganze auf. Reaktion. Dann ist das nächste Projekt, finde ich, das allernächste Projekt ist, oder gehen wir es mal parallel an, auf jeden Fall auch deinen Eltern zu sagen, was los ist. Mhm. Und parallel dazu schön was auszudenken, dass du dich mit dem Mädel triffst. Und dann kommt die ganze Sache hoffentlich jetzt diesen Sommer ins Rollen, Mensch. Da kann man gar nicht mehr viel rumreden. Da muss man dann einfach Fakten schaffen. Sag's gleich jetzt am Wochenende deinen Eltern. Wahrscheinlich wird das völlig harmlos sein, wie du es gerade beschrieben hast. Sei doch froh, dass du so lockere Eltern hast. Stell dir mal vor, du hättest so erzkonservative Leute, die aus allen Wolken fallen würden und dir da die Hölle heiß machen würden, von wegen krank und Sünde und weiß ich was alles. Nein, nein. Nein, das wird nie passieren, das weiß ich jetzt schon. Also meine Eltern sind da, glaube ich, ganz toll drauf. Vielleicht, wenn es ist ja natürlich eine andere Situation, wenn dann die Tochter sagt, du, hör mal zu, ich bringe euch keine Enkelkinder nach Hause, so ist meistens dann so, oh, okay. Dafür ist die Schwester da zuständig. Ja, meine Schwester hat schon einen Vorschlag gebracht, sie könnte ja noch eine schlimmere Geschichte, also vielleicht so, ich bin schwanger, und das fand ich natürlich ganz lustig, dass sie mich da unterstützen wollte. Ich dachte dann auch so, naja, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Also Annelie, du musst jetzt rangehen an die junge Frau.
Ja. Und mit einer guten Strategie. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich mich mit ihr zu verabreden. Okay. Aber wirklich so schnell wie möglich. Nicht, dass sie jetzt in Urlaub fährt, irgendwie, dann ist sie wieder ein paar Wochen nicht da und dann sitzt du zu Hause und bist ganz wibbelig und so weiter. Zack, das muss jetzt morgen morgen kannst du ihr schon eine SMS schreiben oder sie anrufen. Ich wollte gerade fragen, soll es eher persönlich sein oder eher SMS? Weil man hört natürlich auch mal verschiedene Meinungen, so ja, SMS ist unpersönlich, lieber direkt, aber da würde ich wahrscheinlich umfallen. Ja, weißt du, wo du ihr schon ein Geschenk zum Geburtstag gemacht hast? Und das ist ja schon sehr nett gewesen und sie hat sich gefreut darüber. Ja, kann man auch einfach mal anrufen und sagen, hier, pass mal auf, hier so und so, das und das, hast du Lust mitzukommen? Oder können wir das nicht zusammen machen? Mehr als ein Nein kann man ja nicht kriegen, falls sie zum Beispiel keine Zeit hat oder einfach keine Lust hat. Ich meine, das entscheide so, wie du drauf bist. Manchmal ist man nicht so gut drauf am Tag, dann kann man nicht gut telefonieren, dann ist eine SMS vielleicht leichter. Das ist jetzt auch letztendlich wurscht. Wichtig ist nur, dass du es machst. Und am Wochenende jetzt wirst du auch deinen Eltern Bescheid sagen, was los ist. Ne, haben wir jetzt einen guten Plan geschmiedet, wir beiden. Ich glaube, das könnte gut klappen. Dann wünsche ich viel, viel Erfolg mit Dankeschön. Dieser Frau. Und wünsche dir wirklich, dass du da, dass es funktioniert, dass es klappt. Ja. Und wenn es nicht klappt, kannst du auf jeden Fall sagen, ich habe es versucht. Das ist auch schon mal ganz toll. Und mehr als eine Abfuhr, letztendlich kann man nicht so, bekommen. Genau, das ist genau die richtige Einstellung. Okay, ich danke dir. Annelie, schönen Sommer wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann geht das über diese kostenfreie Nummer. Und ich bin verbunden mit Linda. 21, auch 21. Hallo Linda. Hallo. Hallo. Deswegen hast du angerufen, Linda. Ja, ich habe ein Problem. Ich bin sexsüchtig. Du bist sexsüchtig? Ja, das bin ich. Hast du einen Freund? Ich habe einen Mann. Du hast einen Mann, du bist verheiratet? Ja. Wie lange schon? Circa 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Mhm. Und warum glaubst du, sexsüchtig zu sein? Ja, also ich brauche Sex so mindestens 7-mal am Tag. Wie viel Mal? Bitte? Wie viel Mal? 7-mal. 7-mal? 7-mal. Mhm. Das haut mich aber jetzt um. 7-mal Sex am Tag? Mhm. Das jeden Tag. Ja, und manchmal möchte ich es halt auch öfters haben, aber mein Ehemann macht es einfach nicht mehr mit. Aber 7-mal ist ja, das schafft man ja gar nicht. Ich meine, noch einen Alltag und Beruf und Haus. Ich schaffe es ganz gut. Wir schaffen es ganz gut. Das heißt, am Anfang hat dein Freund das mit gemacht? Ja, also bis jetzt hat er es immer mitgemacht, aber mittlerweile sagt er ja, ich kann es nicht mehr so oft. Mhm. Und solche Sachen. Und wenn das Ganze von 7-mal vielleicht reduziert würde, sagen wir mal auf 4-mal, was ja nur. Das ist mir zu wenig. Das ist dir zu wenig? Das ist mir wirklich zu wenig. Du musst mindestens, sagen wir mal, 6-mal am Tag Sex haben. Mhm. Mit allem drum und dran. Ich hätte es gerne noch öfters. So mindestens gleich 9-mal. Ich bin ganz, ganz erstaunt, dass dein Freund das hingekriegt hat, die letzten Jahre, die letzte Zeit. Ja, das fand ich auch halt sehr schön. Ja, ich finde es nicht nur sehr schön, sondern ich bin auch sehr erstaunt darüber, dass er das körperlich geschafft hat. Ja. Hat er geschafft. Ja, hat er geschafft. Immer eine schöne Erektion hingekriegt. Mhm. Ist ja spektakulär. Mhm. War das früher auch schon so? Warst du früher auch schon immer so scharf drauf? Ja, also ab meinem 18. Lebensjahr hat es eigentlich richtig angefangen. Mhm. Ja. Und befriedigst du dich selbst auch noch? Ja, manchmal, also jetzt nicht jeden Tag, aber manchmal kommt das auch dazu. Ja. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Nee, das habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Was machst du vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Krankenschwester? Das heißt, das ist ein anstrengender Beruf, wo du auch deine 8-9 Stunden wahrscheinlich eingespannt bist. Ja. Und dann, trotz Stress und Anstrengungen, hast du, wenn du dann nach Hause kommst, Bock auf richtig und immer wieder Sex. Ja. Und gerne auch morgens noch? Ja, das auch gerne. Was, sonst geht das doch zeitlich gar nicht. Doch, das geht. Wir schaffen das immer. Ja, aber da besteht eure ganze Freizeit. Wann kommst du in der Regel nach Hause? Ja, kommt drauf an, was für eine Schicht ich habe. Also wenn ich Frühschicht habe, komme ich so ungefähr um 2, halt drei nach Hause. Ja. Spätschicht halt um 9. So, und wenn du jetzt mir was von 7-mal erzählst, das heißt ja, dann habt ihr ja im Stundenrhythmus Sex. Ja. Ihr liegt ja nur im Bett dann. Ja. Was macht denn dein Freund vom Beruf?
Er ist im Büro halt angestellt. Im Büro? Mhm. Ja, dann kommt er auch vor 5, 6 nicht nach Hause. Ja. Dann besteht der ganze Abend aus Sex bei euch beiden. Ja, so ungefähr. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, dass das für deinen Freund oder für deinen Mann... habt ihr auch Kinder? Nee, wir haben keine Kinder. Ja. Sicherlich allmählich sehr, sehr schwierig wird, diesen Anspruch zu erfüllen. Wie viel Mal würde er denn gerne wollen? Ich glaube so vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, vielleicht ja, 4 meistens mal. Ja, 4 oder so. Was, Linda, auch noch irre viel ist, finde ich. Ihr kommt ja dann, rechnen das mal hoch auf eine Woche oder auf einen Monat. Ja, aber was soll ich denn tun? Ich brauche es halt einfach. Was ist, wenn es nicht passiert? Was dann? Dann bin ich total schlecht gelaunt, ich fühle mich total scheiße. Mir geht's einfach nicht gut. Und wenn du dich öfters dann mit dir selbst aushilfst? Es ist halt einfach nicht so toll. Ja. Ist natürlich ein Problem. Altes, eigentlich nicht lösbares Problem. Wenn ein Partner mehr Sex haben will als der andere und ja. Da gibt es keinen Kompromiss, weil wenn der andere nicht kann und keinen Bock hat, dann geht's halt nicht. Was macht man dann? Also ich finde schon sehr erstaunlich, dass das so extrem bei dir ausgeprägt ist. Das würde ich medizinisch mal durchleuchten lassen. Ja. Also das finde ich jetzt fast schon, das ist... Ja, also ich will da keinen Begriff jetzt finden, aber das ist schon sehr extrem und über normal. Finde ich. Was da vielleicht für Ursache? Hast du da mit deinem Frauenarzt mal drüber gesprochen? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee. Für mich ist es halt normal und ja. Ja, ja. Also ich würde es medizinisch auf jeden Fall mal beraten, die ganze Sache. Vielleicht auch medizinisch, psychologisch. Mhm. So. Je nachdem, was dabei rauskommt, müsste man da Konsequenzen ziehen. Mhm. Aber parallel oder dazu auch noch wäre so die Überlegung, könntest du dir auch ganz andere Formen der Sexualität vorstellen als ausschließlich mit deinem Freund, mit deinem Mann? Ja, habe ich ja auch schon. Du hast das schon? Mhm. Ja, mein Mann war halt vor 2 Wochen nicht zu Hause für eine Woche lang. Und ich brauchte es halt einfach und dann bin ich fremdgegangen. Bist du fremdgegangen? Mhm. Weiß dein Mann das? Nein. Und ich möchte es ihm eigentlich auch nicht sagen. Wie hast du diesen Mann oder die Männer kennengelernt, mit denen du fremdgegangen bist? Ich war halt abends weg. Ich war halt in der Disco und so. Mhm. Und da habe ich ihn halt kennengelernt. Einen oder mehrere? Nee, einen. Und mit wie viel Mal bist du mit diesem einen Mann fremdgegangen? Ja, in dieser Woche halt. Die ganze Woche durch. Die ganze Woche durch und dann wissen wir ja schon, um wie viel Mal es sich da so ungefähr handelt bei dir. Ja. Und der hatte auch Lust darauf. Ja, mit ihm habe ich halt nicht 7 Mal, sondern etwas weniger. Verstehe. Aber immerhin. Ja. Verstehe. Also, das gefährdet ja unter Umständen deine Ehe. Ja. Und das finde ich dann nicht mehr lustig und nicht mehr spaßig. Mhm. Also ich würde dir dringend oder möchte ich dich gerne gleich auch noch verbinden lassen mit meiner Psychologin, dass du das psychologisch-medizinisch mal begutachten lässt, sagen wir es mal so. Okay. Woran es liegt, was man dann auch vielleicht aus der medizinischen Seite tun könnte. Mhm. Ansonsten ist es natürlich wirklich auch eine Frage dann, wie ihr das in eurer Ehe arrangiert. Könntest dir nicht vorstellen, dass dein Mann sagt, okay, wenn du so viel brauchst, dann gebe ich dir auch grünes Licht, dann könntest du vielleicht auch andere Sachen noch machen? Nee. Das nicht? Glaube ich nicht. Gut, dann fällt das schon mal flach. Mhm. Das heißt, das Ganze kann zu einem sehr ernsten Problem für eure Ehe werden. Ja. So, deshalb muss jetzt was geschehen. Das heißt, du brauchst eine ordentliche Beratung, eine Untersuchung. Mhm. Und in der Hoffnung, dass dann da was Handfestes bei rauskommt und dir geholfen werden kann. Was für eine Art von Beratung das ist, das würde dir jetzt meine Psychologin gerne sagen. Okay. Das ist Magdalena und die ruft dich an, wenn du jetzt gleich auflegst. Okay. Liebe Linda, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 7 Mal am Tag, das habe ich noch nie gehört. 7 Mal. Dass man das überhaupt kann. Stefan ist hier. Stefan ist 35. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen Morgen, Stefan. Hallo.
unser Thema ernst, über das wir reden? Bitte? Ist das ein ernstes Thema, über das wir reden? Ja, das ist mein Ernst. Nee, ob das ein ernstes Thema ist, über das wir reden? Ach so, nee, denke ich. Nee, dann möchte ich dich vorweg fragen, ob du dir sowas vorstellen kannst, was Linda gerade erzählt hat. Ja. Siebenmal am Tag? Ja, aber nicht die ganze Woche lang. Und dann über mehrere Monate oder gar Jahre. Das ist doch der Traum eines jeden Mannes, oder? Na, aber irgendwann ist der Traum dann auch zur Belastung. Ja, ja, ja. Na, irgendwann ist dann auch Schluss mit lustig. Ja. Was ist dein Thema, Stefan? Ja, und zwar ist mein Thema Fingernägel. Und das ist ein bisschen, also so Fingernägel knabbern, aber halt schon ein bisschen extremer. Das tust du? Das tue ich. Was heißt extremer? Ja, also ich denke mal so Fingernagel knabbern, das ist schon ein bisschen so verbreitet, das sieht man öfters. Aber wenn ich halt Langeweile oder im Wartezimmer beim Arzt sitze oder so, dann fange ich halt an, noch so mit dem Schlüssel so den Nagel ja abzuschaben. Und wenn dann nichts mehr zum Schaben ist, dann nimmt man dann auch schon mal ein Küchenmesser oder ein Teppichmesser oder sowas. Also du beißt den ganzen oberen Rand, knabberst du ab, wie man das halt immer wieder bei Menschen sieht. Ganz extrem cool. Und dann schabst du auch noch die Oberfläche des Nagels ab. Bis richtig, also teilweise bis aufs Fleisch. Dann würde ich gerne mal deine Hände jetzt sehen, wie die aussehen. Beschreib sie mal. Das sieht nicht so toll aus. Und mittlerweile ärgert es mich auch, aber ich mache das schon seit Ewigkeiten. Ich kann mich so an so Szenen beim Kinderarzt erinnern. Da muss man mal die Hände eingipsen oder sonst irgendwas. Die Hände eingipsen? Ja, damit man halt nicht mehr so knabbert. Das hat man mit dir gemacht? Nee, aber wurde dann immer gesagt, wenn du nicht aufhörst, dann gipsen wir dir die Hände ein und so weiter. Ja. Und ja, so die letzten 7, 8 Jahre ist halt dann irgendwann mal so ein Küchenmesser dabei zugekommen, waren zuerst nur die Daumen, die man im Prinzip ja so abschabt und abzieht teilweise. Also mit dem Küchenmesser wird die Oberfläche so weit abgeschabt, ich sag's nochmal. Dass man wieder im Prinzip wieder Pack an hat mit den Zähnen und dann reißt man sich mehr oder weniger dann die Stücke raus. A, stelle ich es mir sehr schmerzhaft vor. Ja. B, könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch irgendwie entzünden könnte. Nee, komischerweise nicht. Das nicht? Da habe ich null Probleme mit. Das blutet ein bisschen und nach 1, 2 Tagen ist das meistens Aber hast du denn überhaupt dann noch nennenswerte Fingernägel? Oder ist das alles eine Ruine, wenn man... Das ist alles eine Ruine. Du gibst den Fingernägeln ja gar keine Chance, dass die nachwachsen können, richtig? Ja, man nimmt dann auch schon mal dann noch die Fußnägel dazu oder so. Ach, das auch noch? Ja, aber es war dann nicht so extrem, weil man sich schlecht auch beim Arzt mit nackten Füßen hinsetzen kann, aber... Hast du eine Frau, eine Freundin? Ja. Ja? Was sagt die dazu? Ja, die findet das eigentlich auch nicht so appetitlich, aber... Aber das machst du, solange du denken kannst? Das mache ich, solange ich denken kann. Und weiß der Kuckuck, wann der erste Tag war und wieso und weshalb und warum. Was machst du vom Beruf? Auch gelernt und habe dann umgeschult auf Kraftfahrer. Auf Kraftfahrer? Ja. Wie ist das so? Du als Kraftfahrer hast du ja auch mit vielen Leuten zu tun. Ja. Die sehen das? Meistens Handschuhe an. Ne? Achso, aus Scham schon. So als, nö, auch um sich von den Dreck zu schützen halt, aber so als Koch, das war nicht einfach, das dann zu verbergen, wenn man so am Buffet steht mit der Soßenkelle in der Hand. Sieht auch sehr unappetitlich aus. Ja, aber man lernt es mit der Zeit zu verbergen. Gab es während der Zeit, als du Koch warst, Probleme mit deinen Vorgesetzten deshalb? Stellenweise ja. Was haben die gesagt? Ja, dass das nicht aussieht und dass man das mal wachsen lassen soll. Ja. Dann sage ich immer, das sieht ja keiner, weil man dann halt lernt, das Geschick zu verbergen. Ne? In welchen Situationen, du hast gerade von dem Wartezimmer beim Arzt schon gesprochen, in welchen Situationen kaust du, reißt du an deinen Fingernägeln herum? Ja, zum Beispiel, wenn man so nach der Arbeit abends am Küchentisch sitzt, am Fenster sich eine Zigarette und ein Bierchen genehmigt oder auf der Arbeit, wenn nichts zu tun ist. Ja, weil das ist mehr so oder weniger so eine Fahrertätigkeit auf Abruf. Hat das mit Entspannung was zu tun?
Ich weiß es nicht. Ich mache es eigentlich egal, wie ich drauf bin. Ob ich müde, ob ich lustig bin, traurig bin, keine Ahnung. Mhm. Hast du schon mal versucht, das eine Weile wirklich mit Disziplin zu unterdrücken? Ja, habe ich mal geschafft, aber... Wie fühlst du dich dann? Ja, ich weiß nicht, das ist klar, wenn man so lange keine Fingernägel gehabt hat, dann ist das alles was weicher, wenn es wieder wächst. Mhm. Dann bricht, sag ich mal, der Nagel schneller ab, ja, mhm. und dann kommt man irgendwann wieder in diesen Trott rein. Mhm. Ja, da ist irgendwas, was da nicht hingehört, so mhm. würde ich das mal behaupten mhm. oder ausdrücken. Hast du das irgendwann mal medizinisch, psychologisch behandeln lassen? Nee, ich habe es mal versucht, aber da wurde man dann immer an einen anderen Psychologen verwiesen, der wäre nicht für zuständig und dann hin und her. Und wenn man dann mhm. 6-7 Mal vergebens anruft, dann gibt man auch irgendwann auf. Mhm. Wie sind denn deine Eltern früher damit umgegangen, dass du das gemacht hast? Außer den Drohungen mit der eingegipsten Hand. Ja, also im etwas gehobenen Alter, dann wurde immer gemeckert und macht das nicht im Wohnzimmer oder weiß der Kuckuck was. Mhm. Ne? Und ach, die haben es gar nicht so ganz ernst genommen. Als ja, was heißt ernst? Denen ging es eher darum, dass man dann die Fingernägel irgendwie, ja, hört sich jetzt unappetitlich an, aber dann mal so hinter das Sofa geschmissen. Mhm. Also nach dem Motto, wenn die Mutter mit dem Staubsauger drunter geht, dann ist das schon okay oder so, ne? Gab es denn auch schon mal so von Freunden, Bekannten, Nachbarn Bemerkungen dazu? Ja, meine Freundin macht das ab und zu schon mal so. Hast du dir so, um einen so ein bisschen bloßzustellen? Ist aber eigentlich auch nicht verkehrt, weil... Achso, deine Freundin macht das, um dich bloßzustellen. Ja, aber ab und zu nur mal. Mhm. Oder du hast ja schon mal so Sachen, da musst du mal so eine Wurstpackung aufmachen oder so, ja. Und da ist ja immer so ein Stück, was nicht zusammenklebt. Und wenn man da keine Fingernägel hat, ja, dann kriegt man das schlecht auseinandergezogen. Ja, genau. Oder das sind so diese alltäglichen Sachen, wenn man irgendwas, wo man halt die Fingernägel braucht, dann ja, ist klar. Nicht hat. Ne? Aber so andere Leute haben noch nie so dich direkt darauf angesprochen und haben, also Freunde zum Beispiel. Ja, ein Freund vor kurzem, der hat das gesehen, hat ganz entsetzt gefragt, hör mal, was hast du mit deinem Daumen gemacht? Da ist ja gar kein Nagel mehr dran. Aber du bist wahrscheinlich, wie du es gerade schon gesagt hast, so geschickt, dass du hältst die Hände immer irgendwie so, dass man das kaum merkt. Ja, genau. Ja. Ja, ich vermute mal, wenn du ja so viele Jahre hast, dass du ja auch schon öfters darüber gegrübelt hast, warum mache ich das? Ja, genau. Und bist du dir da irgendwie in eine Ahnung geraten, was das sein könnte? Nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich bin vielleicht so der Typ, der eigentlich alles perfekt machen will und das Perfekte halt noch ein bisschen perfekter machen möchte oder sowas. Aber ansonsten so wüsste ich es jetzt nicht direkt. Ja, das ist wahrscheinlich auch die große problematische Aufgabe, das herauszukriegen. Ja. Gerade was das Kauen an Fingernägeln anbelangt, da gibt es viele Theorien in der Psychologie, warum das so ist und welche Ursachen das hat. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich verstecken muss oder nicht im Leben steht. Ja, das läuft alles so rund bei dir. Ja. Bist zufrieden? Ja, klar, außer die üblichen Höhen und Tiefen, die jeder hat, ist eigentlich alles okay. Aber aufgrund der Tatsache, dass du hier angerufen hast, daraus deute ich mal, dass dich das schon belastet, diese Sache. Ja, mich stört es. Mich stört es, weil man sitzt dann halt im Auto oder fährt Auto, man hat ein Feuerzeug in der Hand und ist so an der Kante von dem Feuerzeug am Knäbbeln oder. Ne? Du hast das gerade schon beschrieben, was so ist, wenn du dich dazu zwingst, es nicht zu machen. Ja. Ist das so, dass da auch so eine Spannung entsteht, wenn du es nicht tust? Dafür habe ich es noch zu wenig nicht getan. Wunder mich, dass du das noch nicht immer wieder versucht hast, wenn es dich stört. Ja, also wenn es mal ein bisschen länger sind, dann und halt die Zeit käme, wo man schneidet, dann erwischt man sich, dass man so immer so mit dieser Kante da rumspielt und irgendwann geht die Kante ab und... Ich verstehe. Das heißt, du hast in deinem Leben dir noch nie die Fingernägel geschnitten. Ja, so kann man es auch. Kann man das sagen, ja. Ja, ist bestimmt ein cooles Gefühl. Also...
Ich glaube ja immer, das sage ich ja oft bei Dingen dieser Art oder verwandten Dingen, dass der erste Schritt immer ist, es durch eigene Tatkraft zu versuchen, indem man wirklich eisern sich selbst gegenüber ist und es versucht. Aber ich weiß auch, dass es da schon Grenzen gibt, wo man das nicht schafft. Ja, eigentlich ist das ja so wie so ein Schwamm, ne, der austrocknet. Sobald da ein Tropfen Wasser drauf kommt, dann fängt der Schwamm wieder an zu saugen. Ja, also ich würde dir dringend eine psychologische, eine therapeutische Behandlung empfehlen. Ganz dringend, Stefan. Ich würde dir gerne auch gleich noch meine Psychologin geben, die dir das noch ein bisschen näher erläutern könnte. Mhm. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für dich, langfristig davon wegzukommen. Ja, wenn man dann eine Anlaufstelle bekäme, wäre das ja gar nicht so verkehrt. Genau, eine Anlaufstelle und die Form der Therapie können wir dich beraten, was du machen solltest und so weiter, wie man das halt auch alles dann organisiert und einfädelt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, du legst auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, die auch gewählt hat Petra, 48 Jahre. Hallo Petra. Hallo. Hallo. Hallo Petra. Hallo Demia. Machst du bitte dein Radio ganz leise oder den Fernseher? Okay. Petra, weswegen hast du mich angerufen? Ich habe angerufen, weil ich seit vorigem Jahr im Oktober über eine Flirtline einen Mann kennengelernt habe, der in einer Beziehung steckt seit 7 Jahren und er mit mir ein Verhältnis angefangen hat und ich mittlerweile nicht mehr von ihm loskomme und er mich finanziell und auch sexuell irgendwo nötigt und ich einfach nicht mehr... Stopp, ich habe Sie verstanden. Der dich sexuell benötigt? Ja. Und finanziell auch? Ja. Das heißt, du zahlst dem Geld? Ja. Wie viel Geld zahlst du dem? Das kommt drauf an, was er fordert. Manchmal ist es... Dann kommt er mit Sachen, wo er sagt zum Beispiel, die Telefonanrufe an mich würden Geld kosten. Also es ist so, dass er insolvent ist, er hat eine Firma verloren, lebt mit einer Frau zusammen, die ihn finanziert und er halt eben dann sagt, ja, du musst mir das Geld schicken, sonst kriegt die das raus, dass wir ein heimliches Verhältnis haben oder, ja, er macht das ganz geschickt, ich merke es schon, aber... Was schätzt du denn, seit Oktober 2007 läuft das, wie viel Geld du dem bis heute gegeben hast? So grob. So ganz grob. Also mit Kleidung und so würde ich mal sagen, so 3.000, 4.000 Euro. Das ist ja schon eine Stange Geld. Ja. Hast du das Geld? Bist du wohlhabend? Meine Eltern. Deine Eltern. Das heißt, du kommst an das Geld ganz gut ran? Ja, ich unterschlage es. Du unterschlägst es? Ja. Das heißt, du beklaust deine Eltern? Also ich nehme von dem Lohn, was ich kriege und zweige es über irgendwelche Sachen ab, die mein Vater... Also wir haben 2 Autohäuser. Ich arbeite da als Geschäftsleitung und ich kann einige Gelder absetzen, die ich dann ihm so beischiebe. An dem Vater vorbeischiebst? Ja, genau. Das sind alles so Dinge, die ich nicht verstehe, warum ich es mache und... Das heißt, du bist in einer kriminellen Sphäre mittlerweile schon? Ich weiß es nicht. Aber lass mal das Kriminelle mal weg, aber du betrügst deine Eltern, was ja schlimm genug ist. Ja. Das Schlimme war halt eben, dass ich am Anfang dachte, er liebt mich. Und aber irgendwann mal gedacht habe, wenn ich ihm das schmackhaft mache, bei uns in der Firma einzusteigen... dass er sich für mich entscheidet. Und du bist von diesem Mann abhängig, nicht? Ja. Du bist von ihm ganz erbärmlich abhängig. Das Schlimme ist halt eben, was jetzt dazu gekommen ist. Also am Anfang war er mit mir zufrieden und mittlerweile fordert er, dass ich eine Freundin von mir, also praktisch
sie anmache, mit ihr sexuell Kontakt aufnehme, mhm, und er mit mir sie benutzen möchte. Mhm. Er versucht immer, junge Frauen mir schmackhaft zu machen, mir einzureden, ich bin bisexuell. Mhm. Er, das bist du aber gar nicht. Was? Das bist du aber gar Nein, nicht. Nein, aber ich sage immer ja, ja. Und nur um es ihm recht zu machen. Genau. Mhm. Aber es macht mich einfach kaputt. Und ich höre es schon. Ich höre es. Ich nehme mittlerweile auch ganz starke Tropfen. Was für Tropfen? Diazepam. Das ist so ein Mittel, das ruhig macht. Mhm. Und, mhm, und ich bin auch im Januar an Krebs erkrankt. Und er weiß das. Er weiß das? Ja, und will trotzdem immer Sex am Telefon, und dann redet er von diesen anderen jungen Mädchen. Was für eine Krebserkrankung ist das? Brustkrebs. Ja. Bist du ja in einer Behandlung? Ja. Wie sieht die Behandlung aus? Also ich kriege momentan Chemo. Das sind so verschiedene Blöcke, die ich kriege. Mhm. Und ja, dann telefoniert er mit mir und nimmt aber in dem Moment keine Rücksicht, er will Sex am Telefon, ja. Er reagiert sich dann ab. Und hattest du auch eine Operation? Nein, noch nicht. Mhm. Aber von der Krebserkrankung wissen deine Eltern schon? Ja. Die wissen ja. Das. Mhm. Die stehen auch hinter mir und ich erzähle auch nur Gutes von ihm. Achso, die kennen ihn, die wissen auch von ihm. Die wissen, dass er in einer Beziehung steckt, weil er gesagt hat, er hätte mit dieser Frau Schulden, und der Respekt würde ihm das nicht zulassen, sie einfach mit Schulden sitzen zu lassen. Aber eure Beziehung definiert sich ausschließlich durch Sexualität. Genau. Von seiner Seite aus. Genau. Und durch ein Abhängigkeitsverhältnis, was deine Person betrifft. Genau. Und er erpresst dich quasi auch mit Geld. Also er will Geld von dir. Kann ich nicht sagen. Ich biete es immer auch manchmal an. Ja, ja, ja. Okay, das war nicht gut ausgedrückt, ja. Mhm. Ja. Und es ist halt eben wie hast du, lass mich fragen noch, wie hast du ihn kennengelernt? Über eine Line. Das ist so eine Flirtline über Ach so, Fernsehen. Ja. Mhm. Und am Anfang war er ganz nett. Und ich dachte, ja, ich versuche es einfach mal, weil ich im Juli vorigen Jahres einen ganz lieben Menschen verloren hatte und ich einfach einsam war, und ich gehe nicht aus, weil ich habe eine Tochter und ich kann nicht immer so weg, und der Beruf spart mich auch angespannt. Mhm. Wie alt ist deine Tochter? 9 Jahre. 9 Jahre. Mhm. Das heißt, du trägst große Verantwortung für das Kind? Ja, es ist auch so, da ist manchmal total lieb, und weißt du, das ist so, er erzählt mir, er war mal so ein, wie sagt man, er schult Menschen, er ist ein sehr guter Menschenkenner. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, er weiß genau, wie er mich um den Finger wickelt. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Und ich schaffe es nicht, von ihm loszukommen. Was hält dich denn an ihm, bei ihm? Ich weiß es nicht, die Einsamkeit. Ist es eine sexuelle Obsession, die dich an ihn bindet? Nein, ich würde gerne mit ihm im Arm liegen und einfach mal ihn kennenlernen. Aber genau das kann er dir ja nicht bieten. Er sagt, er kann das, aber er möchte auch den anderen Sex. Ja, aber er bietet dir ja keine Partnerschaft und keine wirkliche Liebe. Es ist ja sagt immer, das würde er sehen, wenn wir uns näher kennenlernen. Ja, ja, der hält dich natürlich hin. So wie du es mir schilderst, klingt es wie eine sehr schlimme, kranke Verbindung, die da in dir entstanden ist. Und dieser Typ nimmt dich brutal aus. Du, aus welchen Gründen auch immer, kannst dich nicht wehren. Und für dein Leben ist das das Schlimmste überhaupt, was im Moment passieren kann, neben deiner Erkrankung natürlich, dass du, dass dieser Mensch in deinem Leben drin ist. Na, das Schlimme ist so, er ruft nachts, ruft er an, wenn seine Freundin schläft, und es geht ja dann über Stunden und ich brauche Schlaf, und dann immer geht das nur, wenn er möchte. Ich muss mich immer ihm anpassen. Petra, der benutzt dich wie eine Sklavin. Der benutzt dich auch wie ein Stück Dreck. Ja, er sagt auch zu mir Worte, die nicht irgendwo. Das ist das Schlimme. So, und dann nimmt er dich finanziell noch aus
Und du betrügst und belügst dafür deine Familie, deinen Vater, deine Eltern. Ja. Finde ich sehr schlimm. Du bist kein junges Mädel, der das vielleicht mal so passiert. Du bist eine erwachsene Frau von 48 Jahren. Aber Domian, ich bin einsam. Du bist einsam, okay. Aber das rechtfertigt all das nicht. Und du machst dich kaputt für diesen Menschen und siehst weder dich noch dein Kind. Das stimmt. Mittlerweile mein Kind merkt, dass ich nur weine und... Ja, also, weißt du, ich finde, du solltest die Energie, die nur irgend möglich ist, aus dir herauspumpen, schon allein für dein Kind, um von diesem Mann loszukommen. Und da hilft kein Wenn und Aber und kein bisschen, da hilft nur die ganz klare Lösung, die absolute Trennung von diesem Mann. Was soll ich zu mir sagen? Dass du ihn nie wieder sehen möchtest. Und bin... Dass er nie wieder anrufen soll und du wirst dich bei ihm auch nie wieder melden. Weißt du, wenn du auch noch diese schwere Erkrankung im Moment hast und du seelisch so angeschlagen bist durch diese Beziehung, ist das die Hölle für deinen Körper. Das tust du dir an und ich sage es nochmal, du tust es deinem Kind an. Und wenn du einsam bist, das verstehe ich ja. Deine Einsamkeit wird nicht gemildert durch diese Verbindung. Sie wird nur noch schlimmer. Nein, das ist schon völlig okay. Das Allerbeste ist die sofortige Trennung. So. Und dass du dich erstmal auf dich konzentrierst und auf deine Genesung. Und dann gibt es seriösere Wege, dass du vielleicht wieder in Kontakt mit jemand anderem kommst. Aber das ist jetzt erstmal nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist, wegzukommen von diesem Mann. Ja. Ich habe Sorge, dass du es nicht schaffst. Weißt du, er sagt immer, wer würde sich mit dir abgeben, wenn du so krank bist und du kannst froh sein, dass du mich hast. Mhm. Entschuldigung, meine Stimme ist weggegangen. Ja, ich habe es aber verstanden. Ja. Ja, aber es ist ein hochpathologisch, hochkrankhaftes Abhängigkeitsverhältnis, in dem du da steckst. Es ist ja fast so, als je mehr er dich tritt und je mehr er dich verletzt, desto mehr bindet er dich an sich. Ja, das Schlimmste war ja auch, als er gesagt hat, weißt du, er kennt mich noch nicht richtig, als er irgendwann sagte, ja, deine Freundin, das wäre auch was für mich. Mhm. Und wir werden sie benutzen und werden sie, ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, klar. Das kann man hier an diesem Fernseher gar nicht sagen. Ja, ich weiß, wie es mir falsch ist. Es läuft alles. Hat er mir Sachen geschickt, die irgendwo nicht mehr normal waren. Ich habe gedacht, was macht dieser Mann mit mir? Was hat er dir geschickt? Darf ich das am Fernsehen sagen? Ja. Er schickt mir Kondome, die sind gefüllt mit solchen Sachen. So, Petra, also so ganz vernunftsgemäß habe ich dir klar gesagt, was ich finde und denke. Ja. Da du ja doch sehr angeschlagen bist, ja, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst noch. Okay. Auch mit dem Hintergedanken, dass sie dir noch eine Therapie empfiehlt. Mhm. Weil wenn du es nicht alleine schaffst, von diesem Mann loszukommen, dann vielleicht mit Hilfe eines professionellen Menschen an deiner Seite, ja, der dich unterstützt, der dich auch stabilisiert dafür. Mhm. Aber das Ziel muss sein, so schnell wie irgend möglich von diesem Mann komplett wegzukommen. Für dich und für dein Kind. Okay. So, jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich gleich an. Domian, ich bedanke mich recht herzlich und Gott schütze dich, ja? Dankeschön, sehr nett von dir. Bitteschön. Alles Gute, Petra. Alles Liebe für dich und dein Team, ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist auch 48 Jahre alt die Christine. Hallo, Christine. Hallo. Hallo, Christine. Hallo, Jürgen. Ja. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, mal mit dir zu sprechen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Um was geht's denn? Es geht um die Fußball-Europameisterschaft. Ach, da bist du natürlich ganz falsch bei mir. Und mich hätte jetzt sehr interessiert, ob du da mitfieberst. Nein! Ob dich alles kalt lässt. Ich habe ja schon die ganze Woche gezittert, dass hier irgendein Anruf kommt zur EM. Ja, und ich habe schon gedacht, mir wäre was entgangen. Nein. Also, ich bin ein absoluter Anti-Fußballer. Oh. Mir ist das völlig egal. Ich interessiere mich nicht die Bohne für Fußball. Es tut mir leid, dass ich so sage, aber ich muss es euch so sagen. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Wobei ich natürlich zugestehen muss, dass ich die letzten, weiß ich nicht, 10 Minuten des letzten Spiels Deutschland-Türkei gesehen habe. War sehr aufregend, oder? Das war sehr aufregend, ja. Ja. Und auch die letzten 10 Minuten davor, Türkei, Kroatien war das, ne? Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du dich zu dem Thema meldest, dass du eine fanatische Fußballanhängerin bist, oder? Nein, um Gottes Willen bin ich jetzt auch nicht so, aber ich schaue sie mir halt gezwungenermaßen an. Ja, warum? Von meinem Mann. Ja, mein Mann schaut sich das gerne an. Aber wenn du dich dafür nicht interessiert, musst du doch nicht mitgucken. Ja, nein, aber es ist ja doch, das hat schon irgendwas. Also ich schaue mir jetzt nicht unbedingt Bundesligaspiele an, aber wenn Weltmeisterschaften oder Europameisterschaft, das ist ja halt doch, dann muss man schon. Also ein bisschen fieberst du schon mit. Ich höre so an deiner Stimme, dass du aus Süddeutschland kommst. Genau. Oder gar aus... Ich kann mich nicht so verstellen. Also nein, das ist auch sehr, sehr charmant und sehr nett. Ich habe nämlich gerade eine Assoziation. Ich habe gestern Nacht, als ich nach Hause kam, bin ich so durch die Fernsehkanäle gezappt und habe auf Dreisat eine Sendung gesehen, die hieß Club 2 oder so. Das war eine Talkshow aus dem österreichischen Fernsehen. Ja, kenne ich von früher. Ja, genau. Von früher kannte ich das auch und war ganz erstaunt, dass es diese Sendung noch gibt. Und da war eine Frauenrunde. Und da saßen Journalistinnen und, also ich weiß nicht, irgendwie Modefrauen, also Leute, die so tatkräftig in der Gesellschaft verankert sind, Frauen. Und die unterhielten sich über die EM. Und ich war entsetzt darüber, dass diese österreichischen Frauen, mit einer Ausnahme, glaube ich, alle mit voller Inbrunst sagten, als es um das Spiel Türkei-Deutschland ging. Natürlich haben wir für die Türkei gehalten und nicht für Deutschland. Warum mögen die uns nicht? Weißt du das? Ja, na, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, weil wir ja die Österreicher rausgehauen haben. Ja, vielleicht. Kann ja sein, aber ich war schon, also ich war dann schon auch für die Türkei. Ah ja. Nur halt, wenn dann Deutschland gegen die Türkei spielt, dann ist natürlich, schlägt das Herz dann woanders. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, klar, natürlich. Dann aber ich habe schon gesagt, also normalerweise müsste man nur eine türkische Fahne raushängen. Die hängt bei uns auch. Also, eine Fahne muss dann schon beim Balkon runterhängen. Oder so. Das finde ich sehr löblich. Ja, also es muss dann schon sein. Aber auf jeden Fall kann man ja sagen, dass das einfach eine gute Stimmung überall ist, ne? Ja, doch, ja. Und das ist ja also, das, was man dann nachher gesehen hat, zwischen der Türkei und Deutschland, also das war schon positiv. Das war positiv. Ja, bis auf einige Ausnahmen, wie immer halt, und dann sagt man auch, sind das wirklich Fußballfans? Ja. Ist zwar nicht so intensiv wie bei der Weltmeisterschaft, so auf den Straßen überall, aber letztendlich, das Gesamtbild anbelangt, eine schöne und angenehme Atmosphäre, kann man sagen. Ja, doch. Ja. Also, so, dann. Ja. So hätte ich jetzt gerne noch einen Tipp von einer Fastfachfrau, wie das Spiel am Sonntag ausgeht. Also ich hoffe ja immer auf Verlängerungen, Elfmeterschießen, weil das dann ja alles spannend macht. Ja, und mit welchem Ergebnis rechnest du? Natürlich, Deutschland soll irgendwie... Ja, und wie? Ja. Wie wird Deutschland gewinnen? Ja, das kann ja nur ein Torunterschied sein. Beim Elfmeterschießen, ja, ja. Ja, das reicht ja dann eines mehr. Also muss halt der Lehmann dann... halten oder so, und dann oder Spanien vorbeischießen oder irgendwie. Hier reden so zwei Laien über Fußball. Wollen wir das gleich mal beenden? Aber bei der Gelegenheit vielleicht noch eine Frage an die... Unangenehmes Thema für dich. An die Frau. Welchen Fußballer findest du denn am erotischsten von den, sagen wir mal, von unseren Jungs?
erotisch. Ja, mir gefällt natürlich der Schweini sehr gut. Der Schweini. Guck an. Ja, also ich finde halt das Zusammenspiel, ich schaue jetzt noch nicht so auf die Männer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Zusammenspiel von Schweini und Poldi. Das gefällt dir. Das gefällt mir. Okay. Das finde ich super. Liebe Christine, danke für deinen Anruf. Genau. Alles Gute und schönen Sommer. Bitte. Ja, und schönen Urlaub. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, hier ist Bernd. Bernd ist 61. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, lieber Jürgen. Hallo Bernd. Ich muss von Christian, habe ich die Auflage bekommen, im Stenogrammstil das alles zu erzählen. Und zwar, ich habe am Anfang Februar, 6. 7. Februar mit dir gesprochen. Ja. Meine Frau ist ganz kurzfristig gestorben. Ich bin, wie gesagt, 60 Jahre alt. Wir waren 38 Jahre verheiratet. Und ich bin in eine sehr tiefe Depression gefallen. Ich erinnere mich. Das war ein sehr trauriges Gespräch. Das war ein wirklich sehr trauriges Gespräch. Und ich hatte mich mit Selbstmordgedanken beschäftigt. Ich kann mich genau an dich erinnern, ja. Nun ist es so, ich habe durch dieses Gespräch unwahrscheinliche Resonanz von eurer oder durch diese Sendung erfahren. Ich weiß, wir haben sehr, sehr, sehr viele Mails und Post bekommen. 65 Rückläufe bekommen. Ja, ja. Das ist sagenhaft. Das waren Leute, die mit dir in Kontakt treten wollten. Die mit mir in Kontakt treten wollten, ja. Nur ich habe, wie gesagt, ich habe kein Internet und so weiter. Mhm. Und ich konnte nur natürlich mit einigen Leuten Kontakt aufnehmen, telefonisch. Mhm. Also meine Telefonrechnung hat dermaßen in die Höhe gesprengt, das gibt's gar nicht. Aber auf jeden Fall hat sich da herauskristallisiert. Mittlerweile hatte ich dann so ungefähr mit 5, 6 Leuten Kontakt gehabt. Mhm. Und das hat sich wieder reduziert. Und jetzt hat sich das reduziert auf eine einzige Frau. Ja. Und das ist eine Frau, die ist 10 Jahre jünger wie ich. Ja. Ich komme aus Köln und sie lebt in Cuxhaven. Mhm. Und sie hatte gleich in der gleichen Nacht an dich geschrieben. Der Brief wurde an mich weitergeleitet. Und da hat sich eine sehr intensive Beziehung, ich möchte schon bald sagen, eine platonische Liebe entwickelt. Ach, per Telefon? Per Telefon. Das heißt, gesehen habt ihr euch noch nicht? Nein, gesehen nicht, aber wir haben Fotos ausgetauscht. Sie hat auch Fotos von meiner Frau bekommen und so weiter. Ja. Und wir telefonieren dreimal täglich. Ja. Und das ist ja eine tolle Sache. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich bin aus meiner Depression total heraus. Das freut mich aber wirklich sehr. Ich bin schwerbehindert, komme schlecht aus meiner Wohnung, bin nur auf meine Wohnung angewiesen. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich erinnere mich nämlich daran, dass du das auch erzählt hast in unserem Gespräch, dass du schwerbehindert bist und kaum dich bewegen kannst und nicht sehr beweglich bist. Nicht beweglich, nein. Nicht, also ich gehe am Stock und so weiter. Und ich muss jemand haben, der für mich zum Einkaufen geht und so weiter. Ja. Ich habe eine eigene Putzfrau und so. Aber diese Isolation, die ich hatte, ja, es kam kein Anruf, es kam keiner mehr zu Besuch bei mir und so weiter. Und jetzt auf einmal hatte ich Kontakt. Wie gesagt, die Kontakte haben sich reduziert und so weiter. Ich kann ja nicht mit allen Leuten Kontakt haben. Ist klar, aber von allen war es natürlich sehr nett. Und herauskristallisiert hat sich diese Helga aus Cuxhaven. Ja. Und also es fehlt mir was, wenn ich mit der nicht morgens, mittags und abends und nachts telefoniere. Das ist jetzt so eine Geschichte wieder, die mich sehr, sehr, sehr freut. Und weißt du was, lieber Domian, das möchte ich dir ganz ehrlich sagen. Durch deine Sendung hast du im Grunde genommen mir mein Leben gerettet. Doch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also denn das freut mich. Ich war wirklich am Boden zerstört. Mhm. Und du hast mich gerettet. Ich weiß, dass du sehr traurig warst. Und das haben natürlich die Zuschauer und Zuhörer auch mitbekommen. Und daher die große Resonanz auch. Ja, du machst ja selten so einen Aufruf, dass jemand sich melden soll. Also, ja. Das fand ich schon toll. Jetzt wohnt Helga, heißt die Frau? Helga. Helga wohnt in Cuxhaven. In Cuxhaven. Grüßen wir sie jetzt mal, falls sie uns zuschaut und oder zuhört. Ich hoffe, dass sie es macht, ja. Besteht denn die Möglichkeit, dass Helga dich mal besucht? Nein, also sie ist genauso an die Wohnung gefesselt wie ich. Also sie ist auch behindert? Auch behindert und auch krank und so weiter. Mhm. Also eine Möglichkeit besteht da wohl nicht. Es sei denn, ich habe ein Lotto gewonnen, dann fahre ich mit der Taxe rum. Anders geht es nicht. Aber so telefoniert ihr sehr oft und es sind auch... Dreimal täglich, mehrmals. Genau. Und es sind sehr intensive, persönliche... Wir telefonieren manchmal eine Stunde lang. Sie hat eine Flatrate. Ja, dann kann man das ja dann. Ja. Ja. Und da ist dann gleich so ein intensiver Austausch hat stattgefunden. Also wir haben uns so viel erzählt voneinander. Also das sind manchmal Sachen, also...
auch intime Dinge, ja. Mhm, aber so intim, also nicht eher sexuell intim, sondern einfach so seelisch intim. Ja? Persönliche Sachen halt. Ja, persönliche Sachen. Und also dadurch habe ich mich aus meiner Isolation wieder herauskatapuliert. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Spaß am Leben. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr, Bernd. Das ist eine schöne Nachricht, das für mich auch... Ich habe es mehrmals versucht, bei dir anzurufen, bei den freien Themen nicht. Ja. Bin auch schon mal in der Warteschleife gewesen, aber gestern war gerade dieses Thema, was ist draus geworden? Genau, gestern hatten wir das, ja. Da habe ich auch angerufen und heute hat mich der Christian von eurem Team angerufen. Genau, das ist mein Kollege im Hintergrund. Ja. Hat die Helga sowas da dir erzählt, wie sie das empfunden hat, unser Gespräch hier in der Sendung? Ja, in einem ganz persönlichen Schreiben, was zuerst an dich ging und was dann von der Team an mich zurückgesandt wurde. Ja. Die Katrin Paulsen hat es ja alles in die Wege geleitet. Genau, meine Redakteurin, ja. Ja, und wie gesagt, dann hatte ich noch zwei Wochen später und dann nochmal fünf Wochen später nochmal Rückläufe bekommen, die noch nachträglich eingegangen sind. Also, das freut mich sehr. Und dann könnt ihr, wenn es jetzt auch dann nichts kostet mit der Flatrate, das ist ja sehr praktisch, in Ruhe jeden Tag so viel telefonieren, wie ihr wollt. Und das gibt einem ja dann wirklich einen Lebenshalt und eine Struktur auch in dem Tag, ne? Ja, wie gesagt, es fehlt mir was, wenn wir nicht morgens, früh Abend und nachts nochmal telefonieren. Ja, hat man immer was zu erzählen und man tauscht Gedanken aus und so weiter. Und wenn es nur über das Wetter ist oder über den Fußball. Genau, ganz genau. Egal wie, aber wir haben was zu reden und ich habe Kontakt zur Außenwelt. Ja. Und das war ja ganz wichtig, das war ganz wichtig. Ja. Lieber Bernd, ich freue mich sehr, dass du mir das erzählt hast und wünsche euch beiden viel Glück und alles Gute, dass ihr weiterhin diesen netten Kontakt pflegt. Und wir werden wir weiter pflegen, auf jeden Fall. Und ihr viele gute Gespräche noch führen werdet. Und lieber Jürgen, dir und deinem Team wünsche ich eine gesunde und eine sonnige Sommerzeitpause. Sehr, sehr freundlich, vielen Dank, Bernd. Alles Liebe. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Axel Döhlmann. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause und sind wieder da am 1.9. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen einen guten Sommer. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle in alter Frische wiedersehen und hören werden. Macht's gut, alles Gute, bis dahin. Tschüss.